Die Besteuerung der digitalen Wirtschaft gehört dazu, sagte Scholz nicht nur bei seiner Partei. Den Sozialdemokraten gibt es schon lange Unmut, dass die global agierenden Datenkonzerne wie Google und Facebook viele Milliarden verdienen, aber mit Steuervermeidungsstrategien ihre Steuerzahlungen minimieren. Die EU-Kommission will Mittwoch eine Gesetzesinitiative hierzu vorlegen. Das Thema steht auch auf der Tagesordnung des EU-Gipfels einen Tag später. Es wird vermutet, dass die EU-Kommission 3% Umsatzsteuer für große Internetkonzerne in Europa vorschlägt. Die meisten dieser Konzerne haben ihre Europazentralen in Irland angesiedelt, das sie mit besonders niedrigen Sätzen angelockt hat. Der neue Ansatz sieht vor, dass künftig Steuerabgaben flächendeckend in allen EU-Staaten fällig werden, wo auch Umsätze entstehen. Also in allen EU-Ländern, wo Nutzer der Dienste sitzen. Nach Schätzungen könnte das zu Steuermehreinnahmen von 5 Milliarden Euro führen. US-Finanzminister Steven Mnuchin hat massiven Widerstand gegen die Pläne angekündigt. Er wird auch in Buenos Aires erwartet. Der OECD-Zwischenbericht und die erwarteten Vorschläge der EU-Kommission bieten eine gute Grundlage für die weiteren Gespräche, betonte Scholz. Das G20-Treffen in Buenos Aires ist ein richtiger Ort für diese Debatte. Wichtig sei, dass die Zuordnung von den Besteuerungsrechten mit dem Ort der Wertschöpfung übereinstimmt und dass solche Schritte international möglichst breit koordiniert werden mit Blick auf Länder wie Irland, die ein EU-Vorgehen bremsen könnten, sagte Scholz. Es sei im Interesse aller, nationale Alleingänge zu vermeiden und eine geschlossene Haltung anzustreben. Quelle ntv.de